Die Bode-Brücke bei Neugattersleben. Baujahr 1937, sie gehört mittlerweile zu den marodesten Landesbrücken in Sachsen-Anhalt. Risse im Beton, die Rollenlager der Brücke völlig verrostet. Und dennoch, sie ist immer noch im Betrieb. Zwar nur einspurig befahrbar, aber sie hält, sagt der Chef der Landesstraßenbaubehörde. Wenn ich nur mal so an den Zeitraum von 1988, 89 bis zur Eröffnung der Autobahn 2000, da gehörte dieses Bauwerk noch zur damaligen Bundesstraße 71 zwischen Halle und Magdeburg. Ich denke, da müssen wir uns über die mögliche Höhe von Verkehrsbelastungen nicht weiter unterhalten. Dagegen ist das jetzt ruhig und entspannt. Anderer Fluss, ähnlicher Befund. Auch an der Saale in Schkopau sind die Brücken in die Jahre gekommen. Immerhin, die Bundesstraßen- und Autobahnbrücken sind in deutlich besserem Zustand als die Landesbrücken. Das Verkehrsministerium hat Noten verteilt. Von den etwa 700 Brücken an den Landesstraßen sind 96 in einem sehr guten bis guten Zustand. Der Großteil der Brücken befriedigend bis gerade noch ausreichend. Aber eben auch 130 Brücken, die als nicht ausreichend bis ungenügend bewertet wurden. Bedeutet, die mangelhaften Brücken werden nicht sofort abgerissen, sondern einfach öfter geprüft. Normal sind alle 3 Jahre, in Neugattersleben kommen sie wegen der Schäden 2-mal jährlich. Wir haben ja nun seit fast 30 Jahren eine fast explosionsartige Steigerung des Verkehrsaufkommens. Nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch, so wie wir es hier hinter uns sehen, auf den Landesstraßen. Ne? Und wir wollen halt alle, selbst im kleinsten Supermarkt, Wasser aus Südtirol kaufen, um mal so ein schräges Beispiel zu nennen. Und das zieht natürlich immer wieder ein erhöhtes Transportaufkommen nach sich. Auf das Land rollt jetzt eine Sanierungswelle zu. Der Grund ist ziemlich einfach, Geld ist kein Problem mehr. Das Verkehrsministerium schreibt dazu, der Verkehrsetat des Landes war viele Jahre strukturell unterfinanziert. 2012 hatten wir zum Beispiel nur rund 40 Millionen Euro zur Verfügung. Allein für die notwendige Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken brauchen wir jährlich etwa 60 Millionen Euro. Nun sind es in der mittelfristigen Finanzplanung 85 Millionen Euro. 4 Millionen Euro davon fließen demnächst nach Neugattersleben, denn die alte Bode-Brücke, sie soll dann doch abgerissen und durch eine neue ersetzt werden. Bis November muss sie aber mindestens noch durchhalten, denn allein die Suche nach einer Baufirma wird mehrere Monate dauern.